Ja, steckt immer viel Brisanz in diesem Duell, wenn die Eintracht auf den Stadtrivalen aus Bornheim trifft. Und auch tabellarisch geht es heute um so einiges. In der Aufstiegsrunde der B-Union Hessenliga ist der FSV erster Verfolger von Tabellenführer Wiesbaden. Mit einem Sieg könnte der FSV bis auf 5 Zähler an Wehen heranrücken. Die Eintracht hingegen hat zuletzt zweimal in Folge nicht gewonnen und steht auf Rang 5 in der Tabelle mit einem Heimsieg heute im Stadtderby. Will die SGE wieder in die Spur finden. Und die Eintracht hat auch die erste Möglichkeit in der Anfangsphase. Standardsituation, getreten von Benjamin Janovic. Erst einmal geklärt vom FSV, aber der zweite Ball landet dann wieder bei Janovic. Jonas Ivan muss da allerdings nicht eingreifen. Der FSV versteckt sich zwar nicht zu Beginn, kommt offensiv aber noch nicht so richtig durch. Stattdessen wieder die Eintracht. Christian Mandic mit der Direktabnahme, schwer zu sehen für Ivan. Der geht dann auf Nummer sicher. Praktisch im Gegenzug kommt der FSV mal wieder in eine Umschaltsituation. Schlosser behauptet hier stark den Ball, scheitert aber an Nils Ramming. Keine 60 Sekunden später wieder der FSV, Major mit einem klasse Zuspiel auf Schlosser und diesmal ist Ramming chancenlos. Die Führung für die Bornheimer in der 18. Minute. Mika Schlosser bleibt da vor Ramming ganz cool. Es ist wohl knapp, kein Abseits. Wie reagiert die Eintracht auf diesen Rückstand? Es gibt wieder einen Freistoß. Janovic am zweiten Pfosten verlängert auf Eisele, der Ausgleich. Philipp Eisele nach einer guten halben Stunde mit dem verdienten 1:1. Und die Eintracht will gleich nachlegen. Nur 3 Minuten später, toller Seitenwechsel, aber noch besser die Ballannahme von Marvin Dils, der kommt dann zu Fall und es gibt Elfmeter für die SGE. Klarer Kontakt unten, richtige Entscheidung von Schiedsrichter Pascal Borg und der Gefaulte macht es selbst. Ivan ist dran mit den Fingerspitzen, aber der war zu hart geschossen. Die Eintracht dreht das Spiel innerhalb von 3 Minuten. Danach ist erstmal Pause, Zeit zum Durchatmen in einem bislang unterhaltsamen Stadtderby. Und genauso geht es auch weiter in Durchgang Nummer 2. Den Auftakt machte diesmal der FSV. Riskanter Rückpass zu Nils Ramming. Und da machte sich die Eintracht selbst schwer. Ballgewinn von Stjepan Brikic. Auch der wird zu Fall gebracht. Und wieder gibt es Strafstoß. Und auch diesmal liegt der Unparteiische richtig. Das ist ein klares Halten. Und Mika Schlosser hat jetzt den Ausgleich auf dem Fuß. Ganz cool verladen. Auch der zweite Elfmeter sitzt. Doppelpack von Mika Schlosser. Jetzt ist alles wieder offen. Es ist in der Folge ein ausgeglichenes Spiel, aber die besseren Chancen hat die Eintracht. In der Mitte wartet Burger und er bringt die SGE wieder in Führung. Glenn Burger zur Pause erst eingewechselt, vollendet hier völlig frei zum 3:2. Und wenig später sollte Burger wieder im Mittelpunkt stehen. 77. Minute, es geht wieder mit Tempo über die Außenbahn. Zachmann scheitert noch an Ivan, aber Burger steht dann goldrichtig und schnürt ebenfalls den Doppelpack. Da hat sich die Einwechslung von Trainer Sebastian Haag gleich mal bezahlt gemacht. Aber der FSV gibt sich noch nicht auf. Letzte Minute der regulären Spielzeit. Nochmal die Möglichkeit hier zum Anschluss zu kommen.
Der Ball landet beim eingewechselten Minwoo Park. Der fackelt da nicht lange und haut den Ball an den Querbalken. Am Ende der FSV auch noch im Pech. Somit gewinnt die Eintracht das Stadtderby mit 4:2 und springt in der Tabelle bis auf Rang 3. Direkt hinter den FSV, die Bornheimer verpassen es, den Druck auf Tabellenführer Wiesbaden zu erhöhen. Die Stimmen zu diesem Spiel. Ja, vielen Dank erstmal. Also wir sind sehr zufrieden. Wir haben in den letzten Wochen schwierige Einheiten gehabt, weil natürlich die Jungs immer sehr unregelmäßig bei uns im Training sind aktuell durch Auswahl, Verletzungen und andere, auch schulische Termine. Deshalb sind wir sehr zufrieden, dass wir uns da steigern konnten. Wir wollten als Team heute auftreten, das haben die Jungs von Anfang an gemacht und wir sind sehr zufrieden mit der Leistung. Ich habe den Jungs gesagt, dass das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, auf jeden Fall extrem gut umgesetzt wurde. Jeder hat für jeden mitgespielt, mitgedacht. Wir waren sehr, sehr laut, haben immer alles auch gemeinsam auf dem Platz entschieden. Und ich habe den Jungs gesagt, sollen einfach weitermachen. Ja. Das Ergebnis spielt da keine so große Rolle. Wir waren mit der Leistung zufrieden und wir wussten, dass der Rest von alleine kommen wird.